Wir feiern 100 Jahre Soroptimist International weltweit und das ist auch ein irrsinniges Ziel, weil eine Frauenorganisation, die im Jahr 1921 gegründet worden ist und so viele Ziele erreicht hat, bei der UNO, beim Europarat, sowie bei der OSZE und vielen anderen Organisationen, das ist etwas, was man feiern kann. Aber wenn man sich so anschaut, wie die Zahlen sind und so weiter, sind wir ja doch noch sehr, sehr weit weg von einer echten Gleichstellung. Dadurch, finde ich, ist so 100 Jahre ein guter Anlass, um sich zu überlegen, was steht uns noch bevor, wofür können wir uns noch einsetzen und was müssen wir noch erreichen. Ganz Österreich getragen. So, also es ist mir eine große Ehre. Ich werde jetzt mich bemühen, das zu machen. Fertig. Applaus! Das Band wird beschnitten. Los geht's! Am Samstag hat die Road to Equality gestartet. Wir gehen 100 Tage lang durch Österreich, um wichtige Themen zu besprechen. 18. September, Gehgespräch, Club Bruck an der Mur. Wir sind unterwegs von Spitz nach Krems. Heute ist Tag 74. Los geht's, schönes Wandern, gutes Wetter. Wir trotzen dem Wetter und gehen jetzt Richtung Niederödland und es wird sicher besser werden. Die Präsidentin vom Club Attersee hat uns einen Weg hier hinaufgeführt und behauptet jetzt, sie hat sich leicht verirrt. Aber wir folgen ihr trotzdem treu. Ich bin hier mit Mitgliedern vom Hockeyclub Kitzbühel. Das ist einfach eine gute Sache und da unterstützen wir das gerne und gehen gerne mit. Der Forderungskatalog wird hier unterschrieben. Wir tragen diese Forderungen nicht nur jetzt auf die erste Route, sondern tragen sie hinaus nach Österreich und hoffentlich auch in die Welt. Wir sind da bei unserem nächsten Gespräch. Es ist mir eine große Ehre, da auch zu diesem Thema etwas zu sagen, denn kein Mensch ist ein ganzes Leben lang nur gesund. Das Thema war Essstörungen und dass es wichtig ist, effektive Aufklärung zu betreiben. Wir sind hier zu einem weiteren Gespräch mit Martin Lackner. Bei uns verdient tatsächlich zum einen einmal Frau und Mann gleich. Wir haben ein gleiches Entlohnungsprinzip bei unserem Unternehmen. Ich hoffe, dass der Damensport nach und nach nicht immer verglichen wird, sondern einfach als eigenständiger Sport in der Gesellschaft anerkannt wird. Es ist total wichtig, dass Frauen in der Kommunalpolitik mitmischen. Kellag unterstützt die Soroptimist-Initiative Road to Equality, weil sie auf eine sehr sympathische Art und Weise darauf aufmerksam macht, dass die Gleichberechtigung, die Chancengleichheit für Mädchen und Frauen in der Ausbildung und im Beruf eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein soll. Wir haben noch einen Weg vor uns bis hin zur wirklichen Gleichberechtigung und ich glaube, gemeinsam mit diesen starken Stimmen können wir das auch schaffen, auf politischer Ebene und mit den Soroptimistinnen. Ich freue mich drauf. Es geht darum, Aufmerksamkeit zu erreichen, Bewusstsein zu schaffen und natürlich auch Aktionen zu setzen, um Veränderung zu ermöglichen. Und das ist das, was wir tun als Soroptimistinnen. Together we can make a difference.